Dremiolog zur Gemeinde und willkommen zu einem neuen Projekt bzw. einem neuen Angezockt und zwar Kingdom Come Deliverance. Wir haben gerade seit gestern im Verlauf des frühen Abends den Steam Summer Sale und da habe ich zugeschlagen, da das Spiel gerade irgendwie 60% reduziert war. Und ja. Ich will gar nicht lange vorreden und doof rumquatschen. Ich habe bisher nur die Einstellung gemacht, Sprache auf Deutsch gestellt. Wenn man schon mal ein komplett deutsch vertontes Spiel hat, warum sollte man das nicht machen? Grafikeinstellungen so hoch gepusht, wie ich mich das getraut habe. Es gäbe noch eine höhere Stufe, da gibt er mir allerdings eine Warnmeldung, dass das eine experimentelle Einstellung wäre für Hardware der neuen Generation, sprich, sehr wahrscheinlich ist damit RTX gemeint. Deswegen habe ich jetzt eigentlich alles auf der zweithöchsten Stufe gelassen, außer die Texturen, die habe ich mal wirklich komplett hochgepusht. Und wir werden mal herausfinden, wie das so ist. Ich gucke gerade noch eben. Also die Lautstärke, ich hoffe, die passt dann noch so. Und dann fangen wir doch mal an. Normal oder Hardcore? Ich denke mal, wir fangen mit normal an, oder? Boah, das Kriegspferd. Okay. Hier wird nicht geredet. König Wenzels Untätigkeit brachte ihm den Unwillen vieler Adliger ein und den seiner Halbbruder. Bruders König Sigismund. Okay, dazu gibt es, wenn man das Spiel startet, auch noch ein Video, wo das Ganze noch ein bisschen vertont beschrieben wird und ein bisschen Geschichte. Und das sieht doch schon mal richtig geil aus. Wenn das ganze Spiel in der Grafik ist, ja, what the fuck? Kingdom Come Deliverance. Randnotiz: DLCs habe ich keine, auch wenn ich gesehen habe, dass es diverse gibt. Ich habe hier wirklich erstmal nur das Grundspiel. Also Landschaft können Sie. Gott segne dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich, jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter. Wenn du nicht
gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Hm, na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Habe ich sogar knacken gehört? schöner FPS-Drop auf 6 runter. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Boah, also die Münderbewegung und so weiter. Yes, das... spielt meine Maus oder was ist los? Ach, dann machen wir es mal so. In der Schenke, ich war beim Reigen, ich war bei Bianca, ich arbeite in der Schmiede. Ach, gehen wir mal das hier. Ich war bei Bianca, wir haben geredet. Geredet habt ihr? So nennst du das also, wie? Mutter genug. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Nächstes Mal bitte besser synchronisieren, danke. Immer das. Nein. Matthias zeigte mir bloß das Bogenschießen. Bogenschießen? Willst du ein Wilderer werden? Weißt du, was die Strafe dafür ist? Und woher hast du eigentlich einen Bogen? Ach komm schon. Ich habe nicht vor zu wildern. Es war bloß Spaß. Oh Gott, steh mir bei. Mach bloß keine Dummheiten um Himmels Willen. Versprochen? Versprochen. Jetzt sind wir mal noch nett. Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Das ist ungerecht. Ach, wirklich? Und wo bist du gestern Nacht gewesen? Ich war bei Bianca natürlich. Du meinst in Biancas Wirtshaus, richtig? Und wer war mit dir dort? Nein, lass mich raten. Matthäus und Fritz. Naja, wenigstens warst du bei Bianca. Du solltest an ihr festhalten. Sie ist ein schlaues Mädchen. Und lade sie einmal zum Essen ein. Dein Vater ist von ihr angetan. Natürlich ist er das. Er glaubt, dass er ihr das Geheimnis des Bierbrauens entlocken kann. Da hast du wohl recht. Man sollte meinen, er will auf seine alten Tage noch Brauer werden. Aber so ist er, dein Vater. Wenigstens interessiert er sich für etwas, im Gegensatz zu euch. Ihr habt nur Unfug im Kopf. Wenn Fritz und Matthäus so weitermachen, baumeln sie eines Tages am Galgen, das kann ich dir sagen. Beenden wir das Gespräch. Wir wollen ja schließlich hier zocken und nicht irgendwie stundenlang mit unserer Mutter quatschen. Miep. Wie nimmt denn der den Apfel? What the fuck? Die Handstellung. Ist das nicht unangenehm? Brötchen.
Linsensuppe. Oh, 40 FPS. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Geh zu deinem Papa. Bisschen rumgucken. Boah, das sieht echt nicht schlecht aus hier alles. Natürlich darf man allgemein nicht jede Ecke zu genau angucken. Da stimmen dann die ganzen Texturen dann doch nicht so ganz 100% real. Aber pff. Kann man sich irgendwie ducken. Yep. Komm her, ich brauche deine Hilfe. Naja, wer springt denn bitte so? Zumindest bist du wach. Das ist ein Anfang. Sei es drum. Wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus. Also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen. Und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Ich könnte einen Happen vertragen. Zu viele Aufgaben auf einmal. Wird, er will einen Happen. Haben wir doch hier was. Dann essen wir doch mal was, oder? Ah, gedrückt halten. Okay. Heilung, Heilung, Heilung. Ja, gut. Escape. Hier haben wir eine Karte. Bin ich das? Naja. Ich sag ja, man sollte nie zu genau hinsehen. So aus Entfernung sieht das immer voll cool aus. Dann geht man hin, einfach nur platt. Was haben wir denn? Gott sei mit dir, Heinrich. Gott sei mit dir, Heinrich. Naja, danke und so. Ich habe ja schon mal ein bisschen Gameplay-Material selbst angeguckt, um mich zu entscheiden, ob ich das Spiel haben will oder nicht. Deswegen weiß ich, dass der Typ, glaube ich, hier irgendwie ist. Was ist der? Kunesch, ja. Gott sei mit dir, Kunesch. Was willst denn du? Gott zum Gruße. Vater schickt mich wegen Schulden. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet.
Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um dein Ziel zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Du kannst einfach Reden benutzen, dabei spielt jedoch dein Ruf, den du bei deinem Gesprächspartner genießt, eine Rolle. Im Mittelalter war der soziale Status höchst bedeutsam. Die Qualität deiner Gewandung und deine Körperpflege haben im Zusammenspiel mit deinem Ruf enormen Einfluss darauf, wie Menschen auf dich reagieren. Siehst du gefährlich aus? Naja, der Milchbubi sieht überhaupt nicht gefährlich aus. Fürchten die Leute sich davor, dich zu verärgern und sind eher gewillt, dir gefährliche Aufgaben zu übertragen. Dabei spielen vornehmlich deine Stärke und abschreckende Effekte deiner Waffen und Ausrüstung eine Rolle, aber auch andere Aspekte wie beispielsweise Blutflecken auf deiner Kleidung. Alles klar, manchmal kannst du Geld für dich sprechen lassen. Du kannst dich jedoch mit deinem Gegenüber auf eine überzeugende Summe einigen. Bestechung funktioniert genauso wie Handeln. Siehe Handel und Falschen, bla bla bla. In speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fertigkeiten einbringen, zum Beispiel die Fertigkeit Reiten. Aha, ja, gut. Da haben wir noch eine zweite Seite. Gesamtstufe Rede, Kunst, Geismar, Stücke, die Höhe deines Rufs bei deinem Gegenüber. Na, 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 na. Ah, ja, vielleicht funktioniert es ja. Also wir haben keine Ahnung, was er drauf hat. Reden ist gerade mal 1. Das hier ist gerade mal 2. Also das würde wahrscheinlich ziemlich schlecht enden. Ich habe mich wohl verhört. Es klang beinahe, als hättest du gesagt, ich soll mich zum Teufel scheren. Glaubst du etwa, du könntest stehlen und mir dann auch noch Angst einjagen? Du Hurensohn, wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werde dich lehren. Bis dann. Mhm. Verletzungen, das Gelbe ist die Ausdauer, das Rote ist die Gesundheit. Okay. Ey, das wollte ich gar nicht. Aua, aua. Nimm das! Aua! Ey, der verdrescht mich hier gerade. Ey, hast du es? Ich glaube, meine Ausdauer ist mal. Kurva fix! Hat der gerade Kurva gesagt? What the fuck? Scheiße, verdammt! Aua! Aua! Hast genug vom Leben, was? Alter, der schlägt immer genau dann zu, wenn ich eigentlich zuschlagen will. Alter. Geschieht dir recht, du Lümmel. Und dein Alter kann auch zur Hölle fahren. Hier kriegst du was. Das wird eine Freude. Ich gebe dich doch nicht einfach geschlagen, blöder Penner. Haben wir hier irgendwo, kann ich das nochmal nachlesen irgendwie? Kampf Q. Ah, Q ist blocken. Sag mir das doch einer. Mit F kann ich treten. Okay, das hier habe ich die ganze Zeit gesucht. Hundling! Aua. Ah, zu früh losgelassen. Komm her, du Weicher! Ah,
Zack. Verdammt. Alter, ich sterb gleich. Dann geht er endlich down, der Penner. Damit hast du nicht gerechnet. Was passiert nur, wenn ich sterbe? Oh Mann. Fängt ja schon mal gut an. Also ich weiß nicht, aber irgendwie greift er mich ständig. Ich habe aber da nichts gesehen von wegen greifen. Zustechen, haken, blocken, parieren, treten, Nahkampfwaffe, Fackel, Hieb, Schuss, abbrechen. Wie macht der Penner das die ganze Zeit? Kann ich also mal wieder aufstehen? Futter wir mal das Brötchen. Vielleicht ist das ja was. Ein Hühnchen. Das ist die Strafe dafür. Da ich ducken. Ach, schade. Das kann ich nicht als Waffe benutzen. Was ist denn hier die Tür? Bist du gerade rein? Wenn das hier so rot ist, sieht das ziemlich scheiße aus. Na gut, dann muss ich halt eben zu Mama und mich verarzten lassen. Pfiff. Kein allzu guter Start, muss ich zu meinem Leidwesen zugeben. Immerhin wissen wir schon mal, wir können nicht so ohne weiteres sterben. Ist doch auch schon mal eine gute Erkenntnis, oder? Mama, ich sehe nichts. Tu was. Mutter! Mutter! Ich blute! Es hört nicht auf. Ach, Herrje, hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Na bitte, so gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Danke, Mutter. Ja, gut, und wie hast du da jetzt bitte was gesehen, wenn du die ganze Zeit noch nie weinen starrst? Interessant. Kann ich irgendwie die Schmiede meines Vaters beklauen? Ich will ein Schwert. Ich will den jetzt umnieten. Ich muss ja sowieso für das aktuelle Steam-Event für den Sale ja jemanden meucheln. Und der Typ wäre gerade so ein geeigneter Kandidat dafür, meines Erachtens nach. Und dass dem noch nicht aufgefallen ist, dass seine Axt fehlt.
Lalalalalala. Hier kann man ja nichts aufmachen. Close the door, please. Ah ne, warte, das war doch, glaube ich, da drüben irgendwie. Jetzt klaue ich ihm noch das Essen. Eine verschlossene Truhe. Hau ab, oder ich hätte dir die Wachen aufgehalten. Ich bräuchte einen Dietrich, um sie zu öffnen. Pass auf! Damit hast du jetzt nicht gerechnet, was? Verdammte Scheiße! Alter, jetzt hör mal auf mit diesem scheiß Greifen, Mann. Oh, der hat gesessen. Aha, du gibst ja auf. Puh, Feigling. Du hast keinen Dietrich. Toll. Und wo kriege ich jetzt Dietrich her? Wo ist der Typ hin? Der müsste noch einen Schlüssel haben. Hallo, Kuni. Das eine Mal habt ihr nicht gereicht, wie? Aber du schuldest Vater noch. Von mir kriegst du gar nichts. Kannst das deinem Alten ausrichten. Ich sag's dir. Rühr mich an und ich lass dich in den Kerker werfen. Alter. Was hast du davon? Oha, also Kraft hat er. Ja gut, also ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen besser im Kämpfen. Ich habe leider nichts zum Töten. Schade, 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 das hätte ich denen jetzt gerne gemeuchelt. Aber da hat er ja was. Ach so. So. Was passiert wohl, wenn ich einfach nur mit geklauter Ausrüstung rumrenne? Auch das werden wir noch herausfinden. Gib her. So. Jetzt muss ich das Werkzeug verticken. Schneider. Hier, Händler. Glück und Gesundheit. Lass uns handeln.
Verkaufen. Sonstiges. Kunichs Hammer. Warenkorb, das und das auch noch. Ich glaube, hier behalten wir erstmal noch alles für den Fall der Fälle, dass... Moment mal. Warum hat er denn jetzt wieder das an? Okay. Dann kriegst du das noch und das und das. Okay, jetzt mit X gehalten. Wird gefeilscht. Das ist geklaut, was soll das werden? Scher dich fort, verdammt. Woher weiß er das? Wie geht's? Okay. Ach, Herr Jemine. Was darf sein? Das sieht gut aus. Muss man das nicht so machen? Schöner Dreck. Komm wieder, ich bin dir mit Freude zu Dienst. Der ganze Ding ist gut. Das reicht aus. Und etwas Wechselgeld für dich. Auf Balke. Aha. Willst du mir Ärger einbrocken? Dreh mir keinen gestohlenen Krempel an. Na gut, das ist uncool. Jetzt habe ich wirklich ein Problem, weil irgendwie fehlt mir jetzt die Kohle. Grüß dich. Von dem müsste ich jetzt hier die Kohle kaufen, aber ohne Geld. Oder anders gesagt, ohne Kohle keine Kohle. Achso. Hier haben wir es wieder. Ah, okay, okay, okay. Null fünf. Einmal. Funktioniert das so? Ach, hey, Jemine. Okay, okay. Aber verdammt, da will 10 Säcke. Shit happens. Ach, Himmel, Arsch und Zwirn, ey. Jetzt geht's mir aber gerade ziemlich auf den Keks hier. Lass uns über den Preis sprechen. Selbstverständlich. Dann hätte ich das vorher auch schon machen sollen. Mit WASD. Okay, versuchen wir's. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Okay. Hat funktioniert. Guck an. Okay, was haben wir denn noch für Aufgaben?
Ich habe ja immer noch eine dritte gekriegt, irgendwie ein Heft holen. Questlock. Hol die Parierstange in der Burg ab. Ja, so ganz der Anfang ist halt schon relativ langweilig. Ist halt noch alles Tutorial und ja. Ich habe eigentlich auch so ziemlich das Tutorial mir angesehen. Und darüber hinaus eigentlich noch nicht. Weil ich mich im Prinzip nicht selbst spoilern wollte. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen. Hervorragende Arbeit. Sowas Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Großartig. Zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. Ja gut, dann haben wir jetzt noch Schwerttraining und das Bier holen. Ich denke, das machen wir dann aber im zweiten Part, weil ich bin jetzt schon über eine halbe Stunde dabei. Und dementsprechend, was mir jetzt so ein bisschen fehlt, ist wirklich eine Third-Person-Ansicht. Aber hey, man kann nicht alles haben. Hallo Pferdchen. Die sehen wiederum richtig gut aus. Ja, dann. Das war's dann mit dem ersten Teil. Dem ersten Part des Kingdom Come Deliverance. Angezockt. Und wir sehen uns im zweiten Part wieder. Bis dann und ciao.